Auch in Ungarn wohnen viele deutsche Staatsbürger. Wir machen uns heute auf den Weg im Osten Ungarns, um einen deutschen Geburtstag zu feiern. Denn gerade im Ausland halten die deutschen Gruppen auch in Ungarn zusammen und treffen sich regelmäßig. Da passt ein Geburtstag immer ins Terminbuch. Ungarn ist mittlerweile ihre zweite Heimat geworden. Die deutsche Community hat hier in Ungarn eine Gruppe gegründet. Deutsch in Ungarn, so nennen sie sich auch auf Facebook. Alle Mitglieder haben sich dort kennengelernt und seitdem trifft man sich auch. Ein Geburtstag geht da schnell durch die Runde und schon ist er da, der deutsche Überraschungsbesuch. Da war ich sprachlos. Ich war sowas von überrascht wie seit 30 Jahren nicht mehr. Einwandfrei, und das werde ich auch nie vergessen, dass zu meinem 70. Geburtstag mir so eine Überraschung gemacht wurde. Also davon kann man ja nur träumen. Und so sieht dann der deutsche Geburtstag in Ungarn aus. Gefeiert wurde hier übrigens in Polga. Und wie man als Deutscher nach Ungarn kommt? Ganz einfach. Und habe mich dann hier mit einem Ungarn zusammengefunden und habe es bis zum heutigen Tage nicht bereut. Also die Liebe hat mich hierher geführt. Und so gibt es auch im ländlichen Ungarn hier und da deutsche Stimmen zu hören.